Die Royal Ranger überleben in der Wildnis und ernähren sich hauptsächlich von Regenwürmern. Das ist so dieses Bild, das ich von den Royal Rangers habe. Aber was sie tatsächlich machen, und welche Aktion demnächst bei ihnen ansteht, darum geht es in diesem Input der Woche. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region. Bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Ich habe heute den Domi und den Daniel bei mir und erzählt mal, wer ihr so seid und was ihr denn so grundsätzlich mit den Royal Rangers zu tun habt. Also ich bin Royal Rangers Pfadfinder seit 2009 und ich glaube, Gott hat mich da so ein bisschen hineingeschubst, dass wir dann sozusagen 2012 hier diesen Stamm gegründet haben auf der Lindenwiese. Und das ging dann eigentlich auch 2012 gleich mit Kindern los und mit Mitarbeitern los. Und wir sind da sozusagen so reingeschlittert und hatten ganz, ganz viele tolle Zeiten und Erinnerungen. Und ich habe dann irgendwann die Stammleitung abgegeben, weil mir das dann irgendwann zu viel wurde und habe das dann an den Dominik übergeben. Genau, Dominik, das bin ich. Ich bin seit 2017 als Ranger aktiv, quasi als Quereinsteiger und habe das dann so kennengelernt und auch vorher auch schon schätzen gelernt, aber ich hatte von meiner Vorgeschichte da wenig Kapazität, dort rein zu investieren und dann hat sich's richtig schön ergeben und war ja auch quasi das Ziel, hierher zu kommen und in die Rangerarbeit einzusteigen. Und da bin ich auch extrem dankbar für die ganze Vorarbeit, die du geleistet hast, weil da so den Stamm, wie er jetzt ist und wie er auch damals war bei der Übergabe, das war schon ein Riesengeschenk. Zum Thema. Auch nochmal ein Dankeschön an dich, Daniel. Und für mich, wenn es jetzt dann später auch an das Bundescamp dann auch noch geht, Daniel, du warst ja 2014 das erste Mal dabei und ich komme so als unerfahrener Hase quasi dazu. Und lass mich mal überraschen, wie das dann an verschiedenen Ecken und Enden dann auch wird. Zu den Regenwürmern. Ja. Also es gibt schon auch Camps, wo man mal Regenwürmer isst. Es kommt schon Ja. vor, aber ist nicht die normale Mahlzeit. Okay. Ja. Alles klar. Also man isst auch viel Dreck, weil ich meine, Okay. deswegen habe ich auch, seitdem ich hier bin, ein bisschen am Bauch zugenommen, weil es heißt, der Dreck macht Speck. Okay. Aber nein, das ist Spannende Sache. keine Also Vorgabe für die Kinder, keine Vorgabe für die ich Kinder, muss ja nein. sagen, ich bin ein bisschen blauäugig unterwegs. Ich weiß sehr wenig über Royal Rangers und ihr habt jetzt schon einen Begriff genannt, wo ich nicht kannte, zum Beispiel Stammleiter. Was ist ein Stamm und was ist ein Stammleiter? Was ist eine Leiter? Genau, und ein Stamm ist von einem Baum. Und das, nein, also Ah. der Stamm, als Royal Ranger bezeichnen wir die ganze Gruppe, quasi das Team im Übergeordneten bezeichnen wir als Stamm. Das ist so Okay. unser Begriff dafür. Und dann gibt es dann, also das sind alle zusammen. Und dann gibt es noch euer verschiedene Teams, die heißen dann halt auch Teams. Die sind dann Okay. benannt nach irgendwelchen Tieren. Die Huskies, Pumas, Bisons, Tiger, Eisvögel, Elefanten. Und auch ein paar schon ehemalige, die ja damals auch bei der Stammgründung neu gegründet wurden. Genau, so sind wir unterwegs. Also Stamm heißt das ganze Große. Und Teams sind dann nochmal ist die Engführung dann. Wobei ich möchte mal ergänzen, Stamm ist sozusagen der lokale Stamm hier vor Ort, der Pfadfinderstamm hier vor Ort, die Gruppe. Dann gibt es eine Region, BW09, das sind dann wir mit 19, 11 anderen Stämmen, mit denen fahren wir auch zusammen aufs Bundescamp. Und dann gibt es oben drüber den Distrikt, das ist dann sozusagen irgendwie so Baden-Württemberg zum Beispiel oder Bayern oder Nord und Süd. Und so teilt sich das also von klein zu immer größer auf, dass wir also ein ganz großer Verband sind. Und da gibt es halt diese ganz großen Verbandstreffen, die auch was ganz, ganz Besonderes dann oft sind. Alles klar. Und da steht jetzt demnächst ein Verbandstreffen an. Oder wie sieht es derzeit aus? Ich habe ja am Anfang gesagt, es sind ein paar Aktionen geplant. Was für Aktionen sind denn demnächst so bei euch geplant? Wir haben ja das mitbekommen hier auf der Livi, dass ihr immer mal wieder was verkauft habt. Wofür ist dieses Geld? Was macht ihr damit? Wo geht ihr denn hin? Wie lange seid ihr dort? Erzählt mal ein bisschen. Also es geht jetzt dann, wenn die Sommerferien starten, Ende Juli geht es dann los mit dem Bundescamp. Ein Camp, das nur alle 8 Jahre stattfindet. Also es ist schon was Besonderes. Wir haben ja sonst in der ersten Sommerferienwoche haben wir immer unser Sommercamp, wo wir entweder als eigener Stamm, für uns als Teams oder auch manchmal mit anderen Stämmen, zum Beispiel Bad Saulgau oder Stockach, zusammen ein Camp veranstalten. Das findet jedes Jahr statt an sich. Und dann gibt es eben manchmal noch diese Sonderaktionen Verband der Ranger, die organisiert sind, wie eben dieses Jahr das Bundescamp. Alle 8 Jahre findet es statt, also es wird ein Riesen-Highlight. Da hatten wir eben im Gottesdienst auch schon ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und das ist ja, also das Geniale daran ist, so, deswegen ja auch vorhin, du warst das erste Mal schon mal dort, ich werde noch hingehen, so dieses,
16 oder knapp 16.000 Leute werden dort sein. Das Camp oder halt die Freizeit, auf der ich mal war, wo am meisten Leute waren, waren knapp 3.000 Leute für 3 Tage. Und es wird für der offizielle Camp-Teil eine Woche gehen, von Sonntag bis Sonntag. Und ein paar von uns, eben Daniel und ich, sind auch schon dabei, gehen noch aufs Vorcamp. Das heißt, wir fahren am Mittwoch vorher, also eine halbe Woche vorher schon mal los und bauen dann verschiedene Sachen auch schon mal auf, damit dann einige Sachen gerichtet sind für die, die dann offiziell am Sonntag zum Start kommen. Ach, nicht schlecht. 16.000 Leute ist schon viel. Also ist es dann komplett Deutschland oder gehört da Österreich, Schweiz auch noch dazu oder ist es nur Das ist bezogen auf Deutschland? komplett nur Deutschland. Das gibt auch alle 4 Jahre noch ein Europacamp. Das ist aber dann kleiner. Ja. Ist leider letztens mal ausgefallen, sollte es in der Schweiz sein, ist leider ausgefallen. Und Bundescamp ist schon was ganz Besonderes. Also da wird eine riesengroße Arena aufgebaut, ja, die ist dann so 250 Meter im Durchmesser. Da ist eine riesen Bühne, da sind abends Abendveranstaltungen und auch ganz unterschiedlich diese Abende mit, also so von 2014 kenne ich es halt noch, ja, teilweise auch mit so Wagenrennaktionen, also auch oder auch mit coolem Theater, aber natürlich auch mit Hammer-Input, der genau auf die Kids zugeschnitten ist. Ja. Und die Kinder, die haben da schon auch durch diese ganze Situation, nehmen die besonders was mit. Ja. Dann gibt es auch eine, gab es vor 8 Jahren eine fortlaufende Geschichte, ja, von Leuten, also ein Theaterstück. Also man versucht da auch wirklich die Kids abzuholen mit den Sachen, die für die aktuell sind, dass es spannend bleibt. Und die Kinder haben da auch, sag ich mal, tolle Begegnungen mit Gott. Ja. Obwohl das eine Riesenveranstaltung, Riesen-Action ist, trotzdem großen gibt es immer wieder auch Momente, wo man sich dann zurückzieht, wo man auch im Team, im Stamm sich zurückzieht, wo man auch sagt, ja, hier soll jetzt Jesus im Mittelpunkt stehen. Also es ist nicht nur einfach groß und Action und wie sagt man so Festivalstimmung, sondern es sind auch kleine tolle Elemente. 2014 erinnere ich mich, abends, alle waren im Bett, ich war brezelfertig, leg mich nochmal auf eine Bank und guck hoch in den Himmel und dann fliegen so ein paar Sternschnuppen vorbei. Ja, das sind so berührende Momente, die habe ich heute noch vor Augen, erinnere ich mich noch, die irgendwie besonders waren, ja, wo Gott mich auch besonders irgendwie angesprochen hat über diese Sternschnuppen am Himmel. Wie sieht denn dort euer Tagesablauf denn aus aus diesem Camp? Und habt ihr da auch so ein übergeordnetes Thema für das Camp? Weil du jetzt auch von geistlichem Input auch geredet hast. Steht da auch Gott so im Zentrum? Wie wird es kombiniert, dieser Tiefgang, aber gleichzeitig eben auch diese Action? Also wir gehen ja, das hatten wir eben auch in dem Gottesdienst vorgestellt und für alle, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man das verlinken, es gibt ja noch so ein Trailer dazu, Ja. was schon mal genial dahin führt. Aber Hauptthema ist Marco Polo, frei sein. Und entlang der Seitenstraße, und da läuft man dann entlang von verschiedenen Ländern, entlang, wo wir auch einen darstellen werden und die haben dann auch verschiedene Verkleidungen dazu. Und eben dieses Abenteuer und dieses quasi Loslassen von dem, wo Marco Polo sich loslöst, von seinem Umfeld und in neue Welten geht, neue Sachen entdeckt, aber sich selbst auch entdeckt. Da wollen wir auch, oder da geht es auch auf eine Reise mit den Kids. Dieses, was heißt frei sein überhaupt? Heißt frei sein, ich habe keine Schule, heißt frei sein, die Eltern, die manchmal vielleicht herausfordernd sein können, sind dann nicht dabei. Oder heißt frei sein, nochmal viel, viel mehr in den Tiefgang und in eine Beziehung zu Jesus zu führen und das dann auch entdecken zu dürfen. Und da gehen wir eben an diesen, ich glaube, 6 oder 7 Abende sind es, dann da entlang, wo es unter verschiedenen Themen und Schwerpunkten geht, eben frei sein, aber auch, was hat die Beziehung mit Jesus mit mir zu tun, wie lebe ich das im Alltag, wo darf ich überhaupt frei werden von gewissen Dingen, frei werden von Sünde, wozu werde ich befreit und das dann natürlich auch nochmal auch loszugehen, weiterzugehen, da auch dran zu bleiben. Du hast ja gefragt, also wir starten da morgen, also unsere Einheit ist wieder unser Stamm. Ja? Also wir werden als Stamm zusammen sein, irgendwie 60, 70 Leute, da werden wir gemeinsam frühstücken. Wir haben dann auch morgens nochmal so eine eigene Zeit, wo wir auch nochmal vertiefen mit einem eigenen Predigt, nochmal eigenen Infos so auf einem kleineren Rahmen einfach. Und auch dann gehen auch oftmals nochmal die Teams, was ich mit ihrem Teamleiter, Domi, mir, vielen anderen, in ihre einzelnen Teams und dann versucht man auch nochmal, komm, lass uns drüber sprechen, was hat dich berührt, was ist wichtig, was ist heute Morgen nochmal ein Input einfach gekommen, was dich berührt hat. Das klappt mal besser und mal schlechter, auch je nach Müdigkeitsstatus. Ja. Dann nachmittags, so ganz grob, dich dann nochmal mitzunehmen oder euch, gibt es dann letztendlich ganz, ganz viele Stände und Aktionen mit Workshops, die alle Stämme vorbereiten. Wir haben auch verschiedene Sachen vorbereitet, wo die Kids dann umherlaufen können, sich den Nachmittag angucken können. Es gibt Sportaktionen.
an den Nachmittagen. Also ganz, ganz viele Sachen, wo sie einfach auch andere kennenlernen können, wo man andere Sachen erleben kann, inspiriert wird und einfach gemeinsam unterwegs ist. Und die Abende natürlich nochmal ganz stark auch geprägt von der gemeinsamen Veranstaltung im großen Plenum oder manchmal ist auch noch in einem Stadtbereich, das ist so ein bisschen kleinere Einheit. Also so ist das aufgeteilt. Wir sind selber für uns verantwortlich und dann gibt es auch immer größer, größer, größer. Und Jesus steht da schon im Mittelpunkt. Es gibt auch ein Gebetszelt, wo permanent Leute beten auf dem Camp, im Prinzip für das Camp. Es gab jetzt vorbereitend immer schon auch Inputs für uns und auch Gebetsanliegen, die einfach dran sind. Wir haben noch Probleme mit dem und das, bitte betet dafür, ja, dass wir da einfach auch im Vorfeld schon mit dabei sind. Ne? Und da können natürlich ihr auch aus der Gemeinde, betet für dieses Camp, ja, betet dafür, dass ihr einfach mit uns mittragt, dass das alles gut wird. Aber das ist ja auch unser generelles Ziel mit den Rangern. Wenn wir lieben es ja nicht nur im Schlamm rumzuwälzen, nein, manche mögen das auch gar nicht, auch wenn wir letztes Jahr dann ein bisschen heraus, also im Camp fast nicht herumgekommen wären. Aber eben das, was wir jeden Freitag machen oder auch sonst bei den Sommercamps und jetzt eben auch beim Bundescamp, ist ja nicht nur einfach Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit und irgendwie tolle 2 Stunden in der Woche, wo wir tolles Programm anbieten und die Kinder einfach herausgefordert werden und in Natur gehen, sondern auch unser Anliegen ist auch, dass sie Jesus kennenlernen erstmal und dann natürlich auch weitergeführt werden in der Beziehung zu Jesus, da halt für den Alltag auch ausgerüstet werden. So, das ist auch der Hauptgrund, warum wir auch die Ranger-Arbeit machen. Neben den coolen Sachen, die wir natürlich sonst auch machen, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, als Leiter habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust, da solche Bauten zu machen, aber ich mache es halt einfach oder Feuer machen. Ist halt jetzt so ein lästiges Beisein. Nein, wir machen das an sich ja schon auch gerne. Also da ist ja schon auch eine Leidenschaft auch dafür da. Aber eben so das Kernanliegen ist, dass wir da wirklich den Kindern unterschiedlichen Altersklassen einfach Jesus wiederbringen und dass sie da einfach auch ausgerüstet werden für den Alltag. Das klingt spannend. Ja. Aber da wären wir eigentlich auch gerade beim nächsten Anliegen. Du hast ja vorhin schon gesagt, also man darf halt als Gemeinde dürfen wir und ihr auch gerne einfach fürs Bundescamp beten, dass wir in den Tiefgang reinkommen und eben nicht nur einfach Action, Party und eine tolle Zeit, sondern wirklich da dieses an Jesus neu kennenlernen, überhaupt kennenlernen und dann auch festhalten. Und auch eben das nächste Anliegen, wo es um die Mitarbeiter auch geht, wir suchen natürlich auch trotzdem noch Mitarbeiter. Also Ziel ist es, uns immer wieder die jungen Leute auch heranzuziehen und sie natürlich auch in die Mitarbeit zu führen. Im Idealfall bleiben sie natürlich gerne auch bei uns Rangern, aber wir freuen uns auch, wenn sie sich in anderen Bereichen der Gemeinde dann einbringen. Aber es ist so, von dem, wir starten ja quasi jetzt danach nach dem Sommercamp und nach den Sommerferien in eine neue Saison oder quasi ein neues Jahr, weil das endet ja bei uns immer mit den Schulferien. Und da stehen schon wieder die nächsten Kinder in den Startlöchern. Also wir wissen wieder schon von einigen 7-Jährigen, die kommen werden und von den aktuell jüngsten Teams, also eben die Forscher, da stehen schon die nächsten in den Startlöchern, dass sie sich aufsplitten und weggehen quasi von den 7-Jährigen und nochmal ein neues Team gründen. Und da haben wir natürlich schon auch wieder einen hohen Mitarbeiterbedarf. Und eben deswegen, wenn du merkst, du hast ein Anliegen, mit Kindern unterwegs zu sein und ihnen Jesus näher zu bringen und eben, du musst keine Würmer essen, musst nicht im Dreck wälzen. Wir haben auch Orte, wo man sich innen drin bei Regen hinstellen kann. Was du brauchst, ist ein Herz. Dafür Jesus ein Herz für die Kinder. Dann frag doch gerne mal bei Daniel oder bei Steffi oder bei mir an. Und wir freuen uns über jeden, der Interesse zeigt, mitzuarbeiten. Und wir nehmen auch Leute gerne in die Hand. Also du kommst jetzt nicht hierher und wirst dann reingeworfen, so viel Spaß mit den 7-Jährigen, mach mal was draus. Sondern wir geben dir natürlich auch noch Handwerkszeug und wir begleiten dich in der Zeit. Aber für uns ist wichtig, wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei uns. Und unser Mitarbeiterpool, ja, der ist, sage ich mal, von 16 bis über 60. Ja, also das ist nicht verpflichtend, dass du ein bestimmtes Alter haben musst. Ja. Ich bin da erst durchgestartet mit 39. Ja, also spät Pfadfinder-Starter. Hab da aber auch ganz viel verpasst, was mir andere junge Pfadfinder total voraus hatten. Ja, also das merkt man schon, da ist so eine Community da. Und wenn du da als älterer Mensch hinzukommst, dann hast du was verpasst. Ja, ist auch schade, aber ich finde das schon cool. Man kann immer ein bisschen Kind sein und ein bisschen sich andere Sachen machen, die nicht erlaubt sind als Erwachsener. Ich finde, mir macht das riesig Spaß. Ja. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was war denn so euer Highlight in der Zeit, in der ihr jetzt bei den Royal Ranger seid? Was hat euch so richtig gepackt? An was werdet ihr euch immer erinnern? Wer möchte anfangen? Daniel überlegt. Ich hab mir viele Sachen überlegt. Du darfst vielleicht eine aussuchen, wo ich was dann sage. Also, Nummer 3. Nummer 3, okay. Also ich hatte aufgeschrieben, Regional-Hike,
Bundeshike, Unlimited und Bundescamp 2014. Nummer 3 wäre das Unlimited gewesen, ja, von meiner Liste. Hast du gesagt, Nummer 3 soll ich nehmen. Ja. Und zwar, das ist ein Camp für Fahrt Ranger für die 15- bis 17-Jährigen. Und das Coole war, da waren wir auch so 1500 und da versucht man halt richtig geil nochmal Programm zu machen. Tauchen, klettern, Segway fahren, also einfach die Kids abholen mit einem Hammerprogramm, aber abends auch Hammer-Input. Ja, und ich erinnere mich, ein Kind sagte, also er hat noch niemals solchen Input und solche Predigten gehört, das war für ihn komplett neu. Ja. So Gemeindekind, ja, gefühlt 15 Jahre lang Sonntagsschule und volle Kanne mitbekommen, der alles schon gehört hat an Bibelgeschichten und dann sagt er, das war so neu für mich, das fand er so prägend. Und das muss ich sagen, natürlich dann cool, wenn die Kids, wenn dann Kinder sagen, das ist für mich neu und das hat mich total gepackt. Ja, und wenn die dann Schritte mit Jesus gehen und sagen, ja, mit dem will ich weiter vorwärts gehen, mit Gott will ich volle Lotte vorwärts gehen. Genau, das war Nummer 3 von meiner Liste. Nicht schlecht. Ich glaube, ich könnte euch jetzt noch viel länger zuhören. Ja, das würde ich sagen. Tobi, was war so dein Highlight? Ja, also wirklich auch eines meiner Highlights, also auch nicht das, sondern eines der Highlights war das Sommercamp letztes Jahr. Und eher auch das Teamgefüge oder das, was sich um die Teams herum abgespielt hat. Weil wir waren in Orsingen-Nenzingen, haben gestartet erstmal mit einem Sturm und mit einem richtig starken Regen. Also das erste Zelt wurde schon durchflutet. Die haben die Stecken, die da waren, haben sie nicht so gelegt, dass man quasi dass das Wasser durchläuft, sondern schön obendrauf. Und es ist dann nicht so ganz gut, wenn es auf der Plane ist und alles dann schwimmt und in der ersten Nacht schon deine Schlafsäcke oder zum Teil deine Wäsche dann auch nass ist für die ganze restliche Woche. Und es war so ein Punkt, wo man sich dann denkt, okay, jetzt der erste Tag oder die erste Nacht ist vorbei. Mal gucken, wie die Stimmung ist, ob sich so durchzieht, wie wird das Wetter an sich auch. Ja. Und wie halten die Kids es auch aus, eben, ist ja eine Motivationssache. Ich meine, wenn es der letzte Tag ist, denke ich, auch gut. Ist eh schon alles rum. Aber so der erste Tag zum Reinstarten und dann aber von, egal welche Altersspanne das waren, sich da auch gegenseitig zu motivieren. Und natürlich waren auch ein paar dabei, die echt einen Durchhänger hatten. So mega frustriert, Tasche lag am Boden, einmal durchgewischt mit dem Wasser und alles war nass. Und dann war das so, okay, gar keinen Bock mehr eigentlich auf das Camp. Und sich dann da gegenseitig zu motivieren, die Kinder auch. Und das auch zu merken, da ist so diese Einheit da und auch diese Vorfreude und dieses, wir bleiben da jetzt auch dran und dann unterstützen wir uns da irgendwie, dann kriegst du von mir da noch andere Unterwäsche oder andere Klamotten oder wir fahren halt, können die Eltern auch kurz kommen lassen, wir waren jetzt ja nicht so weit weg. Als Stamm haben wir dann auch noch Ersatz, Regensachen auch dabei und Ersatz, einen Schlafsack, klar nicht für 50 Leute, aber für ein paar hat es auch gereicht. Aber so diese die Dynamik, die da war und dieses Einheitliche zu sagen, komm, wir packen das gemeinsam an, das fand ich extrem stark. Und nicht zu sagen, okay, wir packen jetzt alles wieder zusammen und gehen. Und da finde ich, sind halt auch so Lebenslehren mit dabei, wo man sagt, okay, das Leben ist halt auch nicht immer so rosarot und immer Sonnenschein, sondern manchmal kommt halt ein Sturm und fegt weg. Und da geht man dann drüber. Und wenn wir dann, da konnten wir auch im Camp dann auch drauf eingehen. Und wenn dann auch noch Jesus dabei ist, dann wird es nochmal genial. So dieses da auch quasi lebensfähig zu machen und auch zu sagen, selbst wenn Herausforderungen da sind, gehen wir trotzdem auch durch. Weil wir haben ja noch was uns hält. Ja, voll gut. Es gibt eins, das immer bleibt quasi. Ja. Das Zelt, das nicht weggeht. In dem Sinne. Ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr auf meine Frage so gut eingegangen seid. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Also ich schätze das wirklich sehr, dass ihr da auch hauptsächlich, wahrscheinlich auch ehrenamtlich da mitarbeitet und da einfach so ein großes Herz habt für die Teenies, für die Kinder. Das spürt man euch richtig ab und dass euch auch dieses Anliegen, hey, Jesus in die Welt zu bringen, zu den Kindern nahe zu bringen. Das habe ich jetzt ganz arg von euch abgespürt und vielen Dank. Das ist der Pfadfindergruß. Und dann, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde, meinen Mitmenschen zu dienen, die Royal Ranger Regel zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Sei bereit, als bereit für Jesus. Tschüss. Ciao.